Ich denke, das ist die Speicherung von Daten generell. Ist es nicht das, was Facebook jetzt macht mit den Browsern und so? Es geht um die Bürger mit Bürger und die Daten von den Bürgern. Vorratsdatenspeicherung hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass die Länder, die das machen, Angst haben. Ein bisschen Terrorismus. Man weiß nicht genau, welche Daten man braucht. Ja, ist immer ein Für und Wider. Manchmal kann man sie vielleicht noch mal gebrauchen. Ja, aber wenn es jetzt so private Sachen sind, dann sollte es eigentlich ein Dritter nicht unbedingt erfahren. Nee, grundsätzlich erstmal nicht. Ich denke, es ist viel zu viel Eingriff in die Privatsphäre, wenn man auch noch das Telefon überwacht. Oder die Daten eher speichert davon. Nicht so, weil das, glaube ich, ganz schön die Privatsphäre von den Leuten einschränkt. Wenn es um Verbrechen geht, ja. Aber die sollen ja vielleicht nicht zu tief in Privatsleben greifen, weil das gibt die Privatsphäre keinem anderen an. Inwieweit jetzt ein Staat, der sich von Terrorismus bedroht fühlt und seine Bürger schützen will, da muss man natürlich ein erträgliches Maß an Daten, sagen wir mal, auch sammeln dürfen, um sozusagen auch terroristische Anschläge, sagen wir mal, vorzubeugen.